Ich bin Johanna und ich bin vor ein paar Jahren in Schleife in einem prophetischen Gebet gewesen, am Dienstagabend. Und ich habe dann ein Wort bekommen, und zwar der Satz: Alle guten Dinge sind drei. Und ich weiss noch, im Moment, als ich es bekommen habe, hat es für mich nicht Sinn gemacht, weil ich nicht genau gewusst, was es bedeutet oder was damit anfängt. Und auch die Frau, die mir den Satz gegeben hat, nicht genau gewusst, was es bedeutet. Und ich habe es dann wieder vergessen und auf die Seite gelegt und nicht mehr darüber nachgedacht. Und dann, ein paar Jahre später, habe ich mich entschieden, die BSSM zu machen in Reading, bei Bethel Church. Und als ich gegen das Ende von meinem zweiten Jahr bekommen, habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, ob ich das dritte Jahr machen noch an BSSM oder ob ich zurück in die Schweiz kommen. Und ich habe mich an einen Moment besinnen, als ich mit einer Freundin in meinem Wohnzimmer habe über das geredet und mir Gedanken austauscht, ob ich es machen oder nicht so machen. Und in diesem Moment hat Gott mich erinnert an die Prophetie, die ich dann vor Jahren in Schleife bekommen habe. Und zwar ist der Satz einfach so in meine Gedanken gekommen, der Satz «Aller guten Dinge sind drei». Und es war mehr als nur ein Satz, sondern es war wirklich Gott, der durch diesen Satz zu meinem Herzen geredet hat. Und ich hatte plötzlich die Klarheit und gewusst, ich weiss, es ist das dritte Jahr dran und Gott hat noch etwas für mich parat in diesem dritten Jahr. Und ich habe mich dann entschieden, das dritte Jahr zu machen und ich bin so dankbar, dass ich es das gemacht habe, weil ich Gott noch mal neu lernen kennen in diesem Jahr. Und hat so viel in meinem Herz geformt in diesem Jahr und es war schon wie das, was die Tür aufgetan hat für das, was ich jetzt mache mit Awakening Europe. Und die Prophetie, die ich dann in Schleife bekomme, ist für mich wirklich einer der Schlüsselpunkte, wieso ich das dritte Jahr gemacht habe. Und ich bin so dankbar für das.